Wie unterscheiden sich überhaupt die jungen Lagavulin-Abfüllungen, habe ich mich gefragt. Klar, im Alkoholgehalt. Okay, aber sonst? Das sind so Fragen, die beschäftigen einen Whisky-Nerd nachts um 3:30, wenn er nicht schlafen kann. Und um das zu klären, drehe ich dieses Video. Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. Also so viele schlaflose Nächte habe ich jetzt nicht, gebe ich ja zu. Aber für alle, die sich auch diese Frage stellen, Mensch, welchen jungen Lagavulin probiere ich denn jetzt mal? Welchen gönne ich mir nach dem 16er oder der Distillers Edition oder dem 12er Fassstärke? Da sind ja, sage ich mal, drei traditionelle Abfüllungen. Die hier sind ja alle ein bisschen jünger und als erstes erschien hier 2016 zum 200-jährigen Jubiläum der 8-jährige. Halb so alt als der 16er, fand ich damals eigentlich ganz cool. Es muss ja nicht immer älter und teurer werden. Älter wäre natürlich schön bei Lagavulin, aber das hätte ja keiner bezahlen können. Deshalb fand ich das eigentlich damals gelungen. 48 Volumenprozente, schön stark. Und ich hole die Flasche mal raus, man sieht es ja hier schon so halb am Glas. Ich glaube, der ist ungefärbt. Und das soll ja schon was heißen heutzutage, gerade bei Lagavulin. So, also hatten wir den schon mal am Markt als Sonderedition. Die 2016er Abfüllung, die habe ich im anderen Video mal vor 4 Jahren gehabt. Da steht das auch etwas anders drauf. Und dann haben sie sich ein Jahr später entschlossen, den weiterlaufen zu lassen. Ich muss mal kurz schauen, gab es hier... Zur Fassart gab es hier, auf der Verpackung auf jeden Fall, gibt es hier keine Infos. Ja, okay. Hatten wir, oder haben wir diese Abfüllung schon mal? Ich glaube, ich tue es weg. So. Dann Game of Thrones. Klar, Diageo muss irgendwas raushauen und dann natürlich auch von den Zugpferden, von den Brennereien. Also nimmt man Lagavulin. Bloß nicht zu teuer, bloß nicht zu alt. Das wird sonst, ist ja sonst nur verschwendet bei den Sammlern von Game of Thrones und bei den wiederum Whisky-Sammlern und bei der Kombination aus beiden. Ich weiß es nicht. 9-jähriger, 46 Volumenprozente, ne? Genau. War damals schon ziemlich cool, muss ich sagen. Guter Alkoholgehalt. In der Game of Thrones-Serie nicht selbstverständlich. Und Farbe totgefärbt, also deshalb blende ich auch keine Fotos ein, das tue ich mir nicht an. Denn der hier hinten, ich verrate schon mal, ist nicht besser. Zur Fassauswahl natürlich keine Angaben. Außer viel Marketing blabla steht hier natürlich nichts drauf. Und ja, erstmal beiseite. Gut, ich hatte ihn auch schon im Video und letzten Endes habe ich, glaube ich, am Ende gesagt, ja, Lagavulin. Funktioniert, tut's. Lassen wir jetzt erstmal so stehen. Okay, und jetzt für den Reisebedarf. Ja, ich weiß, es zur Zeit hört sich ein bisschen verrückt an, aber wurde mal für den Reisebedarf abgefüllt. Ich kann euch nicht genau sagen, wann. Vielleicht gab es den ja auch schon ein bisschen davor. Ein 10-Jähriger. Klar, eine Bucht weiter gibt es einen 10-Jährigen mit 46 Volumenprozenten und in die andere Richtung einen mit 10 Volumen, 40 Volumenprozenten oder je nachdem auch in Fassstärke. Und Lagavulin fehlte ja noch ein 10er. Der hier hat 43. Moment, ich gehe nochmal runter. Da stand mal nicht was drauf. Aber das hatte auch zur Verwirrung geführt bei mir. Genau. First Fill Ex-Bourbon. Bei der Whisky Base werden aber auch noch und bei manchen Händlern, glaube ich, frisch aufgearbeitete Fässer erwähnt. Naja, immerhin hier wenigstens eine Info. Übrigens ganz, ganz lustig finde ich das. Diese weiße Verpackung ist ja eh schon irgendwie ein bisschen langweilig. Aber da haben sie wohl gesagt, ja, damit man die nicht vertauscht, dann machen wir hier was Schwarzes drauf. Also sowas wie von, ja... Komisches Design habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, gerade beim Großkonzern. Also, Entschuldigung. Das geht besser. Gut. Also haben wir jetzt von jung nach alt, von hohem Alkoholgehalt zu niedrigen.
Verrückt, ich weiß. Weiß ich auch noch nicht, wie ich da genau trinken soll. Ich nehme hier nochmal einen Zettel. Ja, ich wollte noch sagen, also ich weiß nicht, ob das so geplant war, dass die irgendwann mal, als sie den Achter rausbrachten, schon wussten, es gibt auch mal einen Neuner und einen Zehner. Ja. Der Achter. Ab 46 Euro. Ich habe einfach mal eine Suchmaschine eingegeben, jetzt hier vorm Video. Und das sind die günstigsten Preise jetzt so bei Shops, wo ich kaufen würde. 48 Volumenprozente, genau. Lagerbullen 9. 46 Euro, 48 Volumenprozente, ich will nicht durcheinander kommen. Der 9er ab 60 Euro, der ist ganz schön im Preis gestiegen. Der war eigentlich das ganze letzte Jahr 2020 oder sag ich mal die zweite Jahreshälfte. Ich habe auch noch mal nachgeguckt in der Suchmaschine zurück. Da gab es den 10 Euro günstiger. Da gab es den für, also jetzt 60, so 59,90. Gab es den für 49,90. Also der ist angezogen. Grund ist mir noch nicht klar. Hat es mit dem, was heißt Brexit zu tun? Aber irgendwie, ich habe jetzt von mehreren gehört, manche Whisky-Shops schicken immer noch nicht nach Europa aus England. Wegen den Zollsachen. Schottische Fische hatte ich heute gehört. Exportieren auch keine Sachen mehr in die EU, weil das zu aufwendig wäre mit den Dokumenten. Ich denke, da muss noch ein bisschen Ruhe reinkommen. Deshalb könnte das ja auch so ein Fall sein, dass vielleicht Diageo erstmal noch nicht so viel liefert. Oder aber die Serie läuft langsam aus. Sie soll ja angeblich limitiert sein, sehr wahrscheinlich in einer unvorstellbaren Größe, aber die ist auch natürlich irgendwann zu Ende. Muss nicht sein, ich habe nirgendwo dafür ein Zeichen gefunden. Nur eines Tages wird es die sehr wahrscheinlich nicht mehr geben. Okay, dann den 10er Reisebedarf. Genau, exklusiv steht ja noch drauf. Das hat jetzt aber auch nichts mit Corona zu tun. Den gab es auch schon vor Corona in Shops. Ne? Jetzt könnte ich es ja noch verstehen, aber dann schreibt man da exklusiv drauf. Kann man nicht einfach nur Reisebedarf schreiben? Dann ist es wenigstens nicht so, ja, so paradox. Kriegt man in vielen, vielen Shops, ganz normal, ohne Reise antreten zu müssen, für auch ab 60 Euro. Also sprich, die beiden kosten gleich. Und er hier ist wirklich schon ganz einen Tacken günstiger. Ein Lagerbullen 16 Jahre kostet zurzeit auch, kriege ich nicht unter 54 Euro. Ich habe den immer so um die, also 49,90, dass ich dafür eine Flasche kriege im Kopf. Und die Lagerbullen Distillers Edition 75 bis 80 Euro. Erwähne ich nur, weil ja, man hat ja immer die Standards, die alten Bekannten, mit denen man das dann vergleicht. Die Game of Thrones Abfüllung hat damals, ich habe in meinem Video von Mai 2019, ja, werden bald 2 Jahre sein, nachgeschaut. Damals ist sie rausgekommen mit 75 Euro. Also 15 Euro zurzeit darunter. Aber letztes Jahr im Herbst waren wir sogar 25 Euro darunter. Also man sieht, wie verrückt das ist, gerade hier mit dieser Marketingflasche. Ne? Total irre. Okay, jetzt aber genug gesabbelt. Aber wie fange ich an? Ich nehme jetzt von allen kurz eine Nase. Ich muss einmal diesen Rauch irgendwie abcheckern. Achter, wild, grob, ehrlich. So habe ich ihn abgespeichert. Junges, wildes Lagerbullen-Ding. Zurück zu den Wurzeln. 0815 Standard, nichts dran auszusetzen aus dem Kopf. Und der 10er, den kenne ich ja noch nicht, den stelle ich mir ein bisschen, auch wegen den 43 Volumenprozenten, vor als gezähmten Lagerbullen, um eventuell wirklich über den Reisebedarf neue Käufer auf Lagerbullen aufmerksam zu machen. Ob das so stimmt, ich werde es sehen. So. Ja, ganz klar, fein, einfach. Und das Witzige finde ich an diesem Malt, er kommt schon so leicht verführerisch, leichte Süße hinter dem Rauch und so eine Cremigkeit. Ich weiß nicht, ob ich mir die immer einbilde bei diesem Achter, aber kommt so hoch. Ich finde den über die Jahre, muss ich zugeben, immer besser, weil ich ihn auch vielleicht besser verstehe. Ja, hört sich auch verrückt an. So. Viel mehr Süße und etwas mehr Holz drin. Ja, hier ist mehr Zitrusnote drin, deshalb, die Süße kommt auch. Der Rauch stumpft nach hinten ein bisschen ab.
Nur damit man versteht, was ich meine. Es wird so ganz leicht quarzig, wie bei so einem Bomor. Kann ich mir auch einbilden. Aber es unterscheidet sich ein bisschen. Jetzt unser Reisebedarf. Am wenigsten Rauch, obwohl er am wenigsten Alkohol hat. Auch weniger Holz als der Neuner. Und er hat gar kein Holz. Nein, gar keins ist natürlich untertrieben, aber man merkt es kaum. Starke Zitrusnote, der Rauch. Und dann wird es samtig. Also, womit fange ich denn jetzt an? Ich glaube, ich gehe von hinten hoch. Ich fange mit dem Zehner an. Wie du es machst, ist eh verkehrt. So, 60 Euro ist natürlich schon heftig. Also jetzt von der Nase würde ich auch vom Preis her. Also ich muss ja sagen, den einzigsten, der normal irgendwo heutzutage bepreist ist, in meinen Augen, ist für 46 Euro, was auch schon teuer ist, gebe ich zu, er hier. Was kostet so ein Wie Beastie? Der ist 5 Jahre von Artback. Kriegt man, meine ich, für 5, 6 Euro weniger, oder? Wenn man passend kauft. Aber hier ist auch noch Zitrusnote drin. Die Farbe passt überhaupt nicht zu dem Malt. Der ist totgefärbt. Entschuldigung. Muss denn der Schwachsinn immer sein? Ein relativ ähnliches Bild, so wenn man das Holz rauszieht. Also die beiden sind näher zusammen als der Neuner. Der Neuner hat mehr Fass-Einfluss. Hier habe ich auch in erster Linie Zitrusnoten. Den Rauch, Zitrusnoten. Bisschen Karamell. So eine leichte... Ja, Karamell-Vanillenote nach hinten. Der Rauch schwebt da drüber. Also generell ein ganz einfacher Lagavulin. Also vielleicht ist das ja auch wirklich nicht verkehrt, wenn man diesen Gedanken ernst weiterspinnt oder wirklich sich überlegt, über den Reisebedarf neue Käufer anzulocken. Ne? Das 16er oder auch hier der 8er, das ist zu viel, auch mit 48 Volumenprozente. Er kommt nicht so ganz so voll in die Nase. Ein bisschen verwässerter Geruch oder leichter Geruch. Die Aromen sind nicht so voluminös. Hört sich an, als ob das andere wahre Bomben sind. Nein, das stimmt nicht. Also, aber er ist ein bisschen dezent, ein bisschen verhangen, ein bisschen zurückhaltend. Ja, nehmen wir mal. Ganz komisches Ding. Nein, das ist nicht negativ gemeint. Ich habe eine salzige maritime Note. Habe ich nicht so oft bei Lagavulin, meine ich. Der Rauch. Bisschen kalt. Bisschen Ansätze von was Phenoligen irgendwie. So apothekermäßig. Ansätze, ne? Ich glaube jetzt nicht, dass sie eine Küste weiter abgefüllt haben, das nicht, aber interessant. Holz, ganz wenig vorhanden, also da baut er ab. Vorher zieht sich diese Süße noch durch mit Karamell. Also wer da noch mehr rein interpretiert, sollen wir es uns mal antun. Steht denn was drauf? Oh, süß und salzig, steht da auch. Fängt's an. Okay, die Hitze baut sich in Wellen auf mit dem Rauch. Also die Hitze nicht, also mir kommt das ja kalt vor. Finish, immer noch rauchig. Mit tiefen
Mit einer warmen Würzigkeit. Ne, das ist alles zu leicht. Ja, also eine abgespeckte Version für einen Lagavulin-Trinker, der die kennt, den 16er kennt und und. Also sehe ich überhaupt gar keinen Sinn drin, diesen Malt zu kaufen und zu trinken, gerade für 60 Euro. Ich sage das jetzt einfach so knallhart runter, ohne dass ich diesen Malt schlecht finde. Diese Idee, Reisebedarf, aber man müsste irgendwie beischreiben, ich meine, ich bin ja auch mal im Reisebedarf und ihr auch. Also müsste man wenigstens beischreiben, Achtung für Neueinsteiger. Und dann vielleicht einen zweiten machen für langjährige Verehrer oder so. Kommt rüber wie mit 40 Volumenprozenten. Die Eiche baut sich gar nicht, da baut sich gar kein Holz auf. Entschuldigung, aber das ist, weil nach hinten raus sonst irgendwas fehlt. Und diese bescheuerte Färbung assoziiert meinem Gehirn etwas, das sowas sucht. Sind Sie selber schuld dran? Entschuldigung. So. Springe ich jetzt zum Achter oder nehme ich den? Ich glaube, ich gehe jetzt über den Neuner. Den Achter kenne ich, glaube ich, auch am besten. Zugegeben, ich habe diese, wie gesagt, 200-jährige Jubiläumsabfüllung. Ich weiß nicht, wie weit da die Unterschiede sind. Offiziell ist es ja derselbe Malt, aber naja, wenn man einmalig für ein Jubiläum abfüllt, kann man natürlich auf ganz andere Fässer zugreifen, als bei einer wiederkehrenden Abfüllung, die ich dann eben mehrmals im Jahr oder einmal im Jahr wiederholen muss. Okay. Fand ihn damals, wie gesagt, so, ja, also nicht ganz so extrem, wie ich jetzt den Zehner hier bewertet habe, aber als nichts Besonderes sozusagen. Und gerade damals, als er noch 75 Euro gekostet hat, da hat man vor fast 2 Jahren auch immer noch, war mal 75 Euro, dann bin ich ja wirklich in dem Bereich, da kriege ich heute auch immer noch eine Lagavulin Distillers Edition für. Und deshalb war das damals sehr grenzwertig für mich. Lagerbullenrauch strömt jetzt wieder angenehmer in die Nase. Und dann, was ist das angenehmer? Eben dieses leicht phenolische hatte ich ja beim Probieren. Aber er kommt in den Bereichen überall voller rüber. Einfach so unverdünnt. Wir wissen, er ist immer noch verdünnt, aber den Eindruck habe ich. Ich möchte hier gar nicht aufs Holz eingehen. Also Sherry stelle ich mir da nicht drin vor. Vielleicht haben sie mal so ein vielfach benutztes Butt oder so noch mal benutzt, was dann einfach nur europäisches Holz noch so ein bisschen gebracht hat. Aber der Eindruck vom Holz ist jetzt nicht wirklich stark in der Nase. Es ist eher der Rauch, auch hier. Es wiederholt sich so ein bisschen. Karamell, Vanille. Leichte Zitrusnoten. Dabei belasse ich es jetzt. Ja, und er fährt das Ding nach Hause am Ende. Es geht weiter, der Alkohol trägt die Aromen schöner. Es gibt einen Übergang zu einem Abgang, der Holz hat, mit dem Rauch zusammen, vielleicht sogar so eine ganz leichte Tabak-Kaffeenote. Heute bin ich gut drauf, die haue ich jetzt mal raus. Also es ist was da, was man irgendwie benennen kann. Richtig pralle finde ich den immer noch nicht, muss ich echt sagen. Also auch wenn der jetzt wieder 60 Euro kostet. Wie gesagt, für mich eine Abfüllung für Sammler, egal ob jetzt Whisky oder eben Game of Thrones und zum Trinken.
keine Ahnung, auf jeden Fall gut, ich würde den eher nehmen als den 10er. Ne, auch wenn, also besonders wenn sie gleich viel kosten, würde ich direkt ihn hier nehmen, weil er einfach alles bietet, was ich erwarte, aber das in einer relativ langweiligen Kombination. Boah, mein Gott. Ich bin heute eigentlich nicht so fies drauf. Ne? Also nicht falsch verstehen. Okay. Ich spiele nochmal, aber das, man merkt, jetzt merke ich immer noch Holz. Und ich hatte ja jetzt vorher nur den Zehner und das war sofort weg. Eben hat schon länger getragen und das ist das, was man jetzt so als Whisky-Trinker ja mag, wenn man so ein 2-3 Minuten später immer noch irgendwie so einen leichten Belag hat. Ich möchte das ja gar nicht mal als Abgang zählen, ne? Aber das sollte doch ein Whisky wenigstens haben oder bieten. So, und jetzt der Achter. Ach, diese starke Zitrusnote mit dieser Samtigkeit. Ich mag das und diesen Rauch drüber. Ich habe ihn jetzt sehr stark in der Nase, also ist jetzt nicht mit 48 Volumenprozent schwächer oder so. Könnte man sich ja noch vorstellen. Aber er ist jetzt ja auch der Jüngste. Wie gesagt, ich musste erstmal erkennen, was er ist, und er ist einfach in meinen Augen ein einfacher Lagerbullen, wo viel Brennereicharakter, Rauchcharakter in den Malt versucht wurde, oder dass das im Endprodukt noch weiterhin erhalten ist, und wenig Fasseinfluss, eher ein bisschen untermalend. Und ja, wenn man das, was heißt weiß, aber wenn man das dann erstmal zu schätzen weiß, dann, also er geht hier schon, finde ich, recht gut Richtung 12er. Dabei muss ich den auch mal wieder trinken, muss ich gestehen. Aber er ist von den dreien am nächsten am 12er dran. Er ist nicht wahnsinnig komplex. Da hinten raus und da mal so ein ganz klein bisschen Holz. Mehr als, oder, na, ich möchte jetzt nicht lügen. Aber es ist harmonischer, es passt zusammen. Ich habe diesen starken Rauch mit dieser Zitrusnote, der stärkere Alkohol. Es wird wirklich, frag mich nicht warum, es wird schön samtig, weich, butterig, also so eine schöne Butterscotch-Note, nur auf Eiler-Art mit Rauch. Obwohl so viel Butter, ja, Butter lasse ich noch gelten. Aber ich habe jetzt hier keinen großartigen Karamell oder so. Also wenn, dann spielt das auch eher im Hintergrund. Ich habe hier auch keine Salznote in meinen Augen. Also die hatte der Zehner ja dann doch schon, ne? Die muss man ihm lassen. Wird vom Rauch getragen und nicht eben von Holz oder von irgendeiner Süße oder von irgendeiner Frucht. Eiler pur, sag ich mal, müsste ich mal mit dem, wirklich dem Wee Beastie vergleichen. Keine Ahnung, was dabei rauskommt, muss ich echt passen. Aber der ist wirklich ein junger Lagerwullen, unverfälscht. Das passt ja eigentlich ganz gut zu dem Wee Beastie 5 Jahre. Da gehe ich mal ran. Also sowas, was solche Eiler-Malls ohne Brennereiangabe oft versuchen zu sein, das ist so ein Malt hier. So würde ich das sagen. Kalilas ja in letzter Zeit viel gehabt. Ich weiß, ich möchte damit niemanden nerven. Und da hatte ich ein paar auch so ursprüngliche, einfache, ausgebaut im Hogshead, relativ jung. Ah, an sowas erinnert er mich. Also ganz, ganz wirklich nicht für die Massen gemacht. Sie beziehen sich ja in der Geschichte auf Alfred, oder ich sag mal Alfred als Deutscher, Alfred Banar, der diese Whisky-Tour damals vor 150 Jahren oder so in etwa, ich weiß nicht wann es genau war, gemacht hat. Da erzählen sie ja ein bisschen auf der Verpackung, dass er, glaube ich, einen 8-jährigen Lagerbullen getrunken hat. Genau, das ist die Geschichte. Ja, also
nicht generell jetzt sagen, vielleicht jemand, der noch nicht so viel Lagavulin-Erfahrung hat, den mag ich als jemand, der ein bisschen schon was probiert hat. Ich könnte mir vorstellen, als absoluter Beginner wirklich mit dem Zehner, so doof wie sich's anhört. Mein Tipp wäre eigentlich, mit anderen Eilerbrennereien vielleicht zu beginnen und dann direkt zu Lagavulin in Reinform zu wechseln. Aber wenn es unbedingt Lagavulin als Anfang sein soll, ist es vielleicht nicht verkehrt. Ich sehe aber eigentlich kein Problem da drin, gleich mit dem Neuner anzufangen. Ganz ernsthaft. Also das ist wirklich ein Kinderteller. Halbe Portion Spargel-Tarzan. Und das ist ein grundsolider Malt mit langweilig, war ich vielleicht eben ein bisschen gemein. Nicht so extrem hier wie er hier mit den 48 Volumenprozenten, schon ein bisschen unangenehmer zu trinken. Also manchmal sage ich ja auch immer, es muss nicht so ein wilder Hund sein oder so. Aber heute und hier beim 8-Jährigen, das passt, finde ich, bei mir ganz gut. Wir passen da gut zusammen. Und es ist in dem Sinne über die Zeit, über die letzten 4 Jahre, finde ich einfach diese einfache Note, steht ihm, ich würde es nicht nochmal wiederholen. Er war früher viel, viel teurer, muss man jetzt auch sagen. Jetzt mittlerweile für 46 Euro. Also wenn er 39 Euro kostet, würde ich ihn verteidigen und würde wirklich sagen, hey, dafür kriegt man wenigstens was Unverfälschtes. Ne? Und wie gesagt, ich glaube, dass das nicht gefärbt ist, weil, also, wie gesagt, wer junge Eilermalls von unabhängigen Abfüllern holt, aus dem Hogshead oder so, die sehen genauso aus. Also da hat keine, also glaube ich nicht, dass man hier Farbstoff reingetan hat. Also wenn, dann würden die mehr reinmachen. Die schütten sowas tot. Ich wette, diese beiden Malls sehen nicht großartig anders aus in der Echtfassung als der hier. Meine Behauptung, die ich nicht belegen kann. Ne? Nochmal den Zehner. Den Sprung gönne ich mir jetzt nochmal. Fast schon so eine kleine Honignote, die man jetzt nach dem Achter hier spürt. Aber Holz zeigt sich nicht wirklich. Ja, es ist ein bisschen mehr Holz da. Er ist nicht so samtig, nicht so mundausfüllend, nicht so. Der andere ist generell, ja, wie soll ich das beschreiben? Der andere ist generell irgendwie zwar einfacher aufgebaut, aber hier wurschtelt irgendwas rum, was sich, finde ich, nicht harmonisch letzten Endes trinken lässt. Und dazu dieses, wie gesagt, weichgespülte. Ich möchte ihn gar nicht irgendwie verurteilen und als schlecht darstellen, aber es ist einfach, also ich, über die Jahre bin ich zu diesem Ergebnis gekommen, dass es ganz wenige wirklich schlechte Abfüllungen gibt. Entschuldigung. Ich vergesse mal den Preis. Sondern, dass man Abfüllung und die Menschen zusammenbringen muss, die zusammenpassen. Und dabei passieren, glaube ich, ganz viele Missverständnisse. Ja. Und so, ne, wie jeder Topf seinen Deckel braucht, muss auch irgendwie jeder Whisky-Nerd seine Abfüllung finden. Und da wird dann schon mal gerne schnell was schlecht gemacht, was anderen Leuten vielleicht schmeckt, ne, was genau für die, fürs Geschmacksprofil passend ist. Ja. Okay, jetzt reicht's aber. In dem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.